Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Space Engineers. Wir sind hier dabei, unsere Space Station voll mega fett krass aufzubauen. Junge. Und ich heiße herzlich willkommen den LOM Break. Der ist wieder mit dabei. Und noch. Hallo. Der ist immer noch dabei. Das wird sich auch eine Weile lang nicht ändern, bis er entweder dem Spiel oder mir überdrüssig geworden ist. Eins von beiden. Mal sehen, was zuerst eintritt. Ich spare mir jetzt jeglichen Kommentar. Das wäre viel zu offensichtlich. Bis jetzt hast du ja viele Spiele mit mir ausgehalten. Ja, leider Gottes. Leider. Das einzigste, von dem du mich verschont hast, ist zum Glück Pikmin. Ja, aber das ist jetzt ja auch nicht so das Multiplayer-Game, oder? Ja, weiß ich nicht. Eigentlich nicht. Obwohl, jetzt mit dem dritten Teil gibt es da nicht Multiplayer-Mode oder so? Also es gab schon im ersten Teil Multiplayer, das war dann so kompetitiv. So viele Pikmin an einem Tag sammeln, wie nur geht. Kann ich dir nach wie vor nicht sagen, da ich außer von Ultima von Pikmin noch nie was gesehen habe. Ja doch, die Pikmin. Ja, schön, die Pikmin, toll. Die sind ja fast das Wichtigste am Spiel. So, was brauchen wir noch? Eine ganz schöne Ladung Eisen ist zumindest mal bei mir im S in der Raffinerie drin. Ein Arsch voll Herstellungskomponenten. Warte mal, in der Raffinerie? Wenn du da gerade mal bist, wenn du lustig bist, kannst du mal einen Auftrag geben. Ach, Computer haben wir gar keine, ne? Herstellungskomponenten, vielleicht. Ich weiß nicht, davon. Ach nee, da haben wir ja auch noch einen Arsch voll. Motoren. Da musst du mal bei dir gucken, ob du da noch, was du da noch übrig hast. Herstellungskomponenten waren sehr viele da. Schau mal, ob du Motoren bauen kannst. Also ich würde ja bei Motoren würde ich erstmal sagen, guck mal kurz deine Triebwerke an, ob die nicht irgendwie einen Bestandteil davon haben. Das kann sein. Das werden wir gleich mal tatsächlich machen. Oder das Gyroskop könnte auch einen Motor drin haben, wäre ja nur logisch. Könnte man auch checken, ne? Nee, Motor ist leider im kleinen Triebwerk nicht drin. Wenn ich jetzt hier einen Conveyor auseinanderbaue, dann ja. So, warte mal. Dong. Hier ist ein Computer und Motoren drin, na perfekt, und ein Arsch voll Stahlplatten. Oh, was sieht man da? Nickel. Okay, also Nickel haben wir schon mal in unserem Asteroiden auch. Echt, ja? Ja. Hart dran vorbeigeflogen. Knallhart dran vorbeigeflogen. Naja, deswegen bin ich da auch angehängt, angeeckt. Angedutzt. Fast voll. Du kannst den gerne mit abbauen, wenn du magst. Im Gyro. Ja, sie brauchen Stahlrohr. Was brauchtest du nochmal? Ich brauche jetzt nur noch 20 Stahlrohre inzwischen. Am Motoren brauchst du. 20 Stahlrohre. Stahlrohre haben wir keine mehr. Stahlplatten. Stahlrohr groß, wir brauchen aber bestimmt Stahlrohr klein. Kannst du mal nachgucken, ob wir Stahlrohr klein brauchen oder groß? Für was? Für den Conveyor, für den Frachtcontainer. So. Achso, so, du bist bei mir. Beim Schiff, sag das doch. Ja. Stahlrohr klein, 20 Stück. 20 Stück, dann habe ich genug. Ich sammle bloß noch ein bisschen den Dreck, auf den du liegen lassen hast. Ah ja. So. X und Jetpack ist an. Jo, ich wünsche mir auch manchmal im Real Life ein Jetpack, muss ich sagen. Oh, ich glaube, das geht vielen Leuten so. Boah, könnte man so meinen. Ah, jetzt ist er gleich fertig, der Frachtcontainer Klein. Oh ja. Fertig ist er. Kann ich Access denied. Warte. Und das ist blöd, das könnte man ja gleich irgendwo vielleicht einstellen, dass er automatisch Share with Faction oder sowas macht, ja? Das wäre noch cool. Dann halt mal checken, ob das möglich ist. Check, check. Spiel. Spare Deutsch. Einzelner Block. Zeige Steuerungstipps. Handbobby aktivieren. Bla bla bla. Nee, da zumindest nicht. Unter Grafik und Audio und Steuerung wird es wahrscheinlich auch nicht drin sein. Vielleicht kann man das dann im... irgendwo einstellen, ja. Im Irgendwo. So, dann hole ich jetzt hier mir die Klamotten alle langsam und allmählich aus dem Schiff raus. Hoch. Damit wir
ohne Reue das Schiff auseinandersägen können. Hä? Warte mal. Ich gehe jetzt in den Cargo-Container, drücke K und bin automatisch im Reaktor? Wieso muss ich mir die Sachen jetzt hier einzeln reinziehen? Das Ding, das Gyroskop irgendwie abbauen hat bei deinem Schiff irgendwas veranlasst. Oh, das klingt nicht gut. Oh. Bleib nämlich gerade durch die Gegend. Dann bist du irgendwo angeeckt, ganz leicht. Nein, ich versuch ja gerade irgendwo anzuecken, aber das kann durchaus sein, dass es von deinem Schwerkraftgenerator beeinflusst wird. Oh, das kann sein. Dann hole ich mal gerade so schnell wie möglich, so viel wie möglich raus. Und ich würde vorschlagen, du machst mit, bevor das Ding hier irgendwie mit dem ganzen Stuff flöten geht. Ich will eigentlich eher wissen, was passiert, wenn das Ding hier aneckt. Dotz. Und? Nee, das ist... It's drifting away, glaube ich. Naja, ganz leicht. Oh Mann, mach mal den Frachtcontainer, dass der über dem Reaktor ist und nicht da drunter. Boah, ist das nervig. Ah, nee, doch nicht. Ja. Wo ist es hin? Wo ist das Schiff hin? Ach, da. Okay. Alles klar. Ganz ruhig, ganz ruhig. Das wird schon alles. Kann als nächstes abbauen. Warum ist denn das da oben, Mann? Das soll unten sein. Das ist doch Kackies. Du hast das Ding gebaut, nicht ich. Ja, da kann ich ja nichts dafür, wenn das Spiel die Sachen so sortiert, wie man die baut. Und nicht so, wie es sein soll. Voll dumm, ey. Voll Kackmist. Vor allem, ich gehe an den Frachtcontainer dran, ja? K. Nee, K, da. Huiuiui. Oh, fuck. Leute, ich war zu hoch. Leg da erst einmal schön an den Asteroiden an. Ja, schiebe ich ja die Sachen hier einzeln rein. Oh Gott. First World Problems. Lass mich da rein. Ja. Ein bisschen nervig ist es dann doch schon, wenn man da immer das da rüberziehen muss, statt schön doppelklicking. Frag mich nicht, wieso das nicht geht, das wundert mich auch. Vielleicht braucht man dafür doch einen Conveyor in der Mitte. Weiß es nicht. Weiß ich auch nicht. Da sind wir zu unerfahren für. So, eine Fuhre ist noch drin und den Rest, den können wir einfach dann abzwirbeln. Es ist. Ich gucke aber doch nochmal einen Blick rein. Das ist wie mit dem Portemonnaie wechseln, weißt du? Da lieber noch dreimal reingucken, nicht, dass man da dann noch 100 Euro rauskommt. Bei dir war noch was in der Raffinerie drin. Ah, siehst du. Das. Schon mal rausgeholt. Danke. So. Silber, Silizium und Gold. Ich pack das mal unten bei mir in den Assembler rein, ne? Jo. Ich baue mal hier das Cockpit ab. Endlich kann ich mal so einen Zahnarztstuhl zeigen, wo hier der Hammer hängt. Sieht ein bisschen aus wie so ein Zahnarztstuhl halt. Oh. Krass, der hat komplett hier reingepasst, ey. Leck mir auf hart am Arsch. Aber okay, das ist ja auch Grundvoraussetzung, dass mein Stuhl hocken kann, oder? Nicht eigentlich. Wieso hab ich eigentlich. Wo soll ich unser Cockpit hinbauen? Soll ich das auf dem Frachtcontainer draufstellen? Nee, genau. Nicht mehr. Ey, geile Idee, warte mal. Weiß ja nicht, brauchen wir für eine Station Cockpit? War das irgendwie? Dauer? Ja, ist grundlegend nicht schlecht. So. Ah, da wird sich derjenige, der hier drauf sitzt, so richtig hart freuen. Ey. Direkt über dem Reaktor sich hinsetzen, das macht doch richtig Spaß. Aber zumindest nicht kalt am Sack.
mir am Arsch, dauert das lange. Das ist jetzt unsere Captain-Kanzel, wenn du so möchtest. Wer ist denn da Captain-Kanzel? Ja, es steht halt auf dem Reaktor drauf. Deswegen ist es die Kanzel. Captain Kirk hat auch den Warp-Reaktor unterm Arsch, ne? Ja! Ja. Gut, dass du mich daran erinnerst, dass es tatsächlich so gewesen sein muss. So. Reicht das mal. Schiff bauen. Erstmal so viel wie geht hier mitnehmen. Fuck, ich bin voll. Hallo. Oh, jetzt muss ich die ganze Kacke wieder rüberziehen. Ey, das ist echt scheißnervig. Ich guck mal, ob ich das im Kontrollfeld vielleicht einstellen kann. So. So, ich würde dir auch empfehlen, beim Sperrkraftgenerator auf 0,6 zu stellen. Auf 0,6? Mhm. Okay. Dann kannst du aus relativ großen Höhen runterfallen, ohne dass was passiert. Ich hab's bei mir im Soloplay mal getestet gehabt. Also ein G, da kriegst du relativ schnell Fallschaden. Bei 0,6 G hast du relative Höhe, hast eine relativ geringe Beschleunigung und fällst auch nicht unbedingt sehr weit nach unten. Halt 0,6 G ist, glaube ich, Anziehungskraft des Mars. Irre. Mond oder Mars, eins von beiden. Okay. Das ist ein sehr angenehmer Faktor. Also ich konnte es nicht machen. Was? Verändern hier die Reihenfolge. Filter Energie, System, Lager. Oh, guck mal, du kannst hier filtern nach Lager. Vielleicht kann man dann da coole Sachen mitmachen. Förderband. Jetzt bauen wir doch das ganze Ding ab, ey. Natürlich. Ja, aber es muss ja. Geht ja nicht viel anders, ne? Ist ja voll. Jetzt bin ich gespannt, ob das geht. Nein. Ja. Aber man müsste dann. Aber man muss jedes Mal dann auf Filtern drücken. Ist ja dumm. Das ist richtig dumm. So geht's auch nicht. Das fehlt jetzt tatsächlich noch. Und ich habe auch schon mal eine Gruppe gemacht, die Inventar heißt. Aber vielleicht auch liegt nicht. Es auch daran, dass halt kein Förderband angeschlossen ist. Ja, das kann auch sein. Wir stellen hier eh noch die Raffinerie wird dahin. Ist. Ja. Gucken, wie war denn das? Da aber, hier war der Cargo-Container. Aber zumindest mit Filtern geht dann der Doppelklick. Förderband, das. Zack. Was ich cool finde in dem Spiel ist, dass man sich ja auch dann ein kleines MG bauen kann irgendwie. Ja, ein Sturmgewehr halt. Das finde ich witzig. Ob das jetzt so witzig ist, eine Sache. Bitte? Jetzt so witzig ist es eine Sache, aber ich sag mal so, wir müssen echt relativ, wenn wir dann das Ding anmachen, gucken, ob beziehungsweise halt die Option anmachen von wegen Asteroiden, dass wir hier Waffen hin, dass wir halt einen Schütztürme hinstellen. Jupp, richtig. Das ist sehr wichtig dann, weil die machen dann einfach was kaputt. Einfach ist gut. Ich meine, dein Schiff ist zumindest relativ safe da mitten im Asteroiden drin, ja. Wenn du lustig bist, kannst du dich auch mal. Wenn du lustig bist, kannst du dich ja zum Aufladen auch hier ins Cockpit reinsetzen. Und dann kannst du mal probieren, ob du das vielleicht irgendwo verschoben bekommst. Ach, das lädt auch die Energie auf. Cool. Na? Das lädt auch die Energie auf. Da ist so ein Stöpsel dran.
Den steckt man sich dann ganz gewieft, wie bei Matrix, in den Hals. Und dann geht das vorwärts. Junge, dauert das lange. So. Gleich kann man der Raffinerie ran. Kannst du zurzeit noch nichts einstellen? So, jetzt kommen wir an den Assembler. Quatsch. Oh, ich dachte jetzt, das sind Sachen weggefloppt und fliegen jetzt frei im Weltall rum. Oh, du hast ja was abgebaut. Ja, solange du den nicht um auf 0% bringst, fliegen die Teile auch nicht rum. Echt, ja? Ja. Okay, cool. Die fliegen erst rum, wenn du den Block komplett kaputt machst. Ah. Dein Inventar aber voll ist. Okay, das kann man sich merken. Hab ich vorhin oder gerade so gemerkt. Nice one. Boah, flieg doch nicht weg, du blödes Schiff. Ey, cool, da ist sogar ein Kran drin in dem Assembler. Ist ja geil. Hm. Finde ich gerade richtig gut. Es sind so ein paar kleine Sachen, wo die Leute, also die Entwickler da, coole Sachen halt gemacht haben, weil sie einfach dran gedacht haben, sowas zu machen. Oder darauf hingewiesen worden, besser gesagt. Hm. Und für eine Alpha, finde ich, ist das Spiel auch schon relativ gut bestückt. Das noch im Alpha-Stadium? Es müsste noch im Alpha-Stadium sein, ja. Alpha heißt ja nicht unbedingt, dass es so spielbar ist, wie wir es gerade spielen, also. Ja, eben. Ja, aber das war ja bei Minecraft ähnlich. Oh, du hast ja einen Teil rumfliegen lassen. Echt? Scheiße. Ein Stahlaufstieg. Der fliegt jetzt einfach mal so. Oh, ist gleich weg. Oh, kleines Triebwerk. Auch Herstellungskomponenten und. Herstellungskomponenten müssten wir hier eine Menge drin haben eigentlich. Ja, aber die flogen gerade rum. Ach so. Okay, wir haben fast 500 Herstellungskomponenten. Ich glaube, ich habe ein paar hundert bei dir reingepackt in Produktion. Bei mir? Ja. Unten, bei mir im Schiff oder was? Ja. Dann sind wir uns erstmal verbrät. Junge, Junge. Jetzt bin ich echt gerade im Überlegen, ob man ein Schiff nicht nehmen sollte und das neben das treibende Schiff packen sollte. Aber das ist wahrscheinlich sinnlos, oder? Eine Verbindung mit Server. Was ist denn das schon wieder? Was? Hm. Hm. Ja, aber das ist ja komisch. Oh, fuck. Nein! Ja, Space Engineers funktioniert nicht mehr. Auch nicht verkehrt. Was meins oder deins? Ja, woher soll ich wissen, ob deins noch funktioniert? Ja, deswegen wundert es mich ja. Also funktioniert deins nicht mehr. Genau. Okay. Das ist jetzt wie bei den Simpsons. Da, 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 da. Danke, so eine sehr schöne Vorstellung, Chips zu essen. Ja, echt krass. Oh. Voll krass, Mann. Aber meinst du, vorhin das Space Engineers bei mir ist auch abgeschmiert? Direkt nach dem Start einmal. Ist das jetzt weggeploppt oder habe ich es eingepackt? Habe ich es eingepackt, okay. Ah, da ist noch das Teil. Komm her. Triebwerkskomponenten. Puff. Hat deinen Server nicht? Na, mein Ingame-Steam geht auch gerade nicht. Ah, ich lade dich nochmal ein. Wenn ich dich finde. Versendet. Und das Spiel ist dabei nicht abgestürzt. Sehr gut. Hat man auch nicht jeden Tag. Ich muss meinen Rechner auch bald mal wieder neu machen, ne? Bitte zuhören. Der Server benutzt eine andere Spielversion. Deine Version 1038013. Serverversion 00000000. Ist das Server tatsächlich abgeschmiert? Hm. Dann speichere ich mal. Und wir sehen uns dann gleich wieder, Leute. Macht's gut, bis dahin. Oh, Part ist sowieso vorbei. Bis dahin und tschaußen. Bis dahin.